Heute ist ein richtig geiler Tag, weil heute haben wir einen Kultreporter zu Gast. Seit über drei Jahrzehnten ist Bernd Schmelzer die Stimme hinter zahllosen Berichten, unendlichen Kommentationen. Da verschlägt es mir gleich die Zunge, wenn ich darüber spreche. Und auch ein meinungsstarker Mann, der sich zum Wintersport, aber auch zum Fußball, gerade zur Fußball-WM, auch dementsprechend klar positioniert. Nein, alles gut. Nein, das war bloß ein Spaß. Seine Stimme ist bekannt, doch nur wenige kennen das Gesicht des Mannes mit den klaren Ansagen. Dabei ist Bernd Schmelzer seit Jahrzehnten einer der prägenden Sportredakteure und Kommentatoren im deutschen Fernsehen. Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, Länderspiele, Bundesliga und vor allem Wintersport. Bernd ist immer ausdrucks- und meinungsstark. Dabei hat er gerade beim alpinen Weltcup-Geschehen den kleinen Makel des geborenen Flachland-Dortmunders durch humorvolle Sprachanwendungen längst zu seinem Markenzeichen verwandelt. Doch Bernd Schmelzer ist sich für nichts zu schade. Würdig die niedrigen Ligen oder sogenannte Randsportarten, genau wie die angeblich großen. Auch als cooler Autor ist der 57-jährige Diplom-Journalist kein unbeschriebenes Blatt mehr. Im neuen Werk geht es um seine Erlebnisse im Wintersport. Vielleicht folgt schon bald eine Aufarbeitung der Fußball-WM 2022, die Bernd Schmelzer als Kommentator begleitet. Und so schaut er aus. Das ist das Gesicht des Mannes, dessen Stimme Millionen kennen, aber wo sich viele natürlich fragen, wie kann ein Mann, der so eine Stimme hat, auch noch so verdammt gut aussehen? Herzlich willkommen, Bernd Schmelzer. Das hätte ich gerne als Klingelton, ja, danke. Spreche ich dir rein. So. Schön, dass du da bist. Ist für mich ein toller Tag, weil ich sehr gerne Berichte höre, die du machst, weil ich sehr gerne höre, wenn du kommentierst beim Skifahren, und das ist jetzt keine plumpe Schmeichelei. Und weil ich mich echt gefreut habe, dass es hieß, du hättest ein Buch, würdest es vorstellen und bringst auch ein paar Exemplare mit zum Verlosen. Und jetzt fangen wir an mit dem Buch. Es ist dein zweites, glaube ich? Nee, das erste. Na, aber du hast ja schon mit Nina Künzer eins gemacht. Nein, das kommt nächstes Jahr. Ach, das ist erst, ich habe nämlich online nur geguckt und dachte, ja, einmal hat er schon. Wir sind schon ein bisschen vorausgegangen. Nee, aha, also es ist wirklich das Erstlingswerk, was jetzt erschienen ist. Ja, ja. Warum? Weil mich viele darauf angesprochen hatten, im Vorfeld schon. Viele Jahre geht das Thema schon irgendwie so durch den alpinen Skiweltcup von Zuschauerinnen und Zuschauern, die mir Mails geschrieben haben, die gesagt haben, Mensch, Herr Schmelzer, Sie sind so viel unterwegs, Sie haben so viel erlebt, Sie kennen so viele Orte, Menschen, Geschichten, die erzählen das immer so schön, schreiben Sie doch mal ein Buch. Und dann ist vergangenes Jahr, im Herbst irgendwann, das ist jetzt so vor ungefähr einem Jahr gewesen, jemand auf mich zugekommen, ob ich nicht ein Buch schreiben wollte. Und dann habe ich mich nicht lange überlegen müssen. Dann habe ich gesagt, ja, gute Idee, Zumann Verlag. Und dann machen wir das. Und dann haben wir einen Verlag gefunden. Ausgerechnet könnte man sagen, aus Skiweltcup-Sicht ein österreichischer Verlag. Hat er gehört. So ist es. Das ist Ende der Piefke-Saga. Und die Kollegen aus Wien haben gesagt, nee, super Idee. Die kannten uns auch vom Skirennen aus Schladming. Und hat er gesagt, macht er auf jeden Fall. Toll. Aber war es dir auch wichtig, dass, also wenn du sagst, die Leute kommen zu dir, eher die dich über Online-Geschichten anschreiben? Weil, wie gesagt, deine Stimme kennen sie. Die wenigsten sehen dich aber dabei. Also war dir auch wichtig, dass mal bekannt wird, wer ist der Typ überhaupt, der das überhaupt alles nicht. Immer von sich gibt? Nein, gar nicht. Also im Buch kann man ja auch keinen sehen. Also da steht was geschrieben und dann siehst du ja auch nicht irgendjemanden. Also darum ging es nun wirklich gar nicht. Es ging einfach darum, ein paar Geschichten zu erzählen und den Wintersport mal so zu präsentieren, wie ich ihn erlebt habe. So positiv, so frisch, so mit netten Menschen, so aufgeschlossen, so leidenschaftlich, so emotional. Und das war eigentlich der Hintergedanke. Ich könnte mich jetzt schon wieder zurücklehnen und dich einfach weitermachen lassen. Du darfst jetzt auch mal hier zum Werk greifen. Ja, hast dir was markiert? Lass doch mal was hören. Markiert, ja, was ist so eine Stelle, wo du sagst, die steht wirklich für all das, was du gerade auch gesagt hast? Naja, also ich sag mal, es gibt ja verschiedene Geschichten. Eine der besten ist sicherlich, dass wir bei einer Sendung Blickpunkt Sport, die werden auch ein paar Menschen kennen, mal Hermann Mayer zu Gast hatten im bayerischen Fernsehen. Und der Hermann Mayer sollte wieder nach Hause fahren. Musste wieder ins Trainingslager, er musste nach Sölden. Und das Taxi kam nicht. Und wir standen vor der Tür und haben gesagt, was machen wir jetzt mit dem Hermann Mayer? Der steht jetzt hier und der muss ja jetzt irgendwie wieder nach Hause. Und dann sind ein Kollege und ich in mein Privatauto gestiegen und haben dann den Hermann Mayer quasi nach Sölden gefahren. Und das habe ich hier geschrieben. Man musste Hermann Mayer klar machen, dass der Wagen etwas Benzin braucht. Wir mussten also an der ersten Tankstelle halten. Was Mayer sehr gelegen kommt, denn der hat Appetit. Man könnte auch sagen, er hatte einen Bärenhunger. Der Plan geht also so, erst den Tank voll machen, dann die Kühlregale ausräumen. Der Kassierer wundert sich. Brauchen Sie wirklich alle belegten Brote, fragt er mich. Klar, sage ich, alle. Wir fahren jetzt Hermann Mayer nach Sölden und der möchte doch gut versorgt sein. Der Kassierer lacht schallend, ja, ja. Und auf der Rückfahrt nehmen Sie bestimmt den Ministerpräsidenten mit.
Als wir dann aus der Tankstelle rausrollen, winkt Meier noch kurz in Richtung Kasse. Und den Gesichtsausdruck des Kassierers werde ich auch nie in meinem Leben vergessen. Also das ist so eine nette Geschichte, einfach wie Leute sagen, ja, ja klar, du hast den Hermann Meier im Auto. Dann guckt er raus, winkt wirklich der Hermann Meier. Und dann ist es ihm leider an der Tankstelle der Freisinger Straße ein bisschen anders geworden. Von Hermann Meier hieß es, dass er eigentlich auch immer so zu spät kommer war. Also schon am Anfang seiner Karriere immer der Trödler im Team. Und viele haben gesagt, ah, der wird nie was, der Meier. Und der, bis der mal endlich den Ski am Fuß hat oder so. Ja, kann man mal sehen. Gell? In dem Fall kam echt Meier zu spät, sondern das Taxi. Also es war eine Verkette unglücklicher Umstände. Das Taxi kam dann irgendwann, aber da waren wir schon in der Nähe von Innsbruck, weil man sich einfach vertan hatte. Es gibt es einfach mal, du kannst doch da nicht Hermann Meier, das war nach Nagano damals, zu einem Zeitpunkt, wo er ja wirklich so on top war. Er war der ein Superstar, Mayer, der Herminator. Und wenn dann die hast, okay, muss jetzt irgendwie nach Hause, dann musste man einfach mal schnell handeln. War es dir aber auch wichtig, weil du den Wintersport, den alpinen Wintersport besonders magst und wirklich dich in den verliebt hast, auch ein paar Sachen klarzustellen, weil da weht schon seit einiger Zeit ein straffer Wind dagegen. Das Thema Klima ist immer Sache. Der ganze Aufwand, der betrieben wird für diese ganzen Weltcuprennen, jetzt sind ja auch zum Anfang des Winters etliche abgesagt worden, weil es einfach keine Möglichkeit mehr gibt, diese Pisten zu präparieren. Es ist viel zu warm. Mhm. Dass du gesagt hast, man muss mal trotzdem mal erklären, was steckt da alles hinter und dass das ja nicht nur die Stars sind, die da runterfahren, sondern da ist er mehr. Das ist ja wirklich ein Sport, der braucht Vorbereitung und alles drum und dran. Er braucht Vorbereitung, er braucht Zeit, er braucht Leidenschaft und er braucht Menschen, die sich dem annehmen, dem allen. Du musst schon eine gewisse Leidenschaft für eine Sportart haben, wenn du morgens um 5 auf den Berg gehst, wie das die Trainer machen, wie das Betreuer machen, wie das Serviceleute machen und beim Sauwetter, wie man es immer so schön sagt, dann Trainingspisten herrichten. Also zu Gehältern, die ja mit dem Fußball gar nicht vergleichbar sind. Und das sind Menschen, die sind mit so viel Herz, so viel Leidenschaft bei ihrer Sportart, das wollte ich auch einfach mal dokumentieren, wie viel da dahinter steckt und dass sich dieser Sport natürlich auch in den letzten Jahren verändern musste. Das ist ja klar, der Klimawandel ist am alpinen Skisport nicht vorbeigegangen. Weniger als an vielen anderen Sportarten insgesamt sicherlich. Aber dass da auch Überlegungen da sind, dass da auch ganz viele Ideen mit in diesen Sport eingebracht werden, wie man sich verändern kann, was man verändern kann. Ich finde, das wird diesen Menschen dann nur gerecht, wenn man das vielleicht auch mal so ein bisschen hintergründig beschreibt. Und ist er aber doch zeitgemäß, alpiner Skisport? Oder ist es eine Sache, wo du sagst, okay, das wird wohl in den nächsten Jahren, ob es auf ganz wenige Rennen in ganz hohen Lagen überhaupt noch möglich sein und das stirbt vielleicht so ein bisschen weg? Nein, das glaube ich auf gar keinen Fall. Also der alpine Skisport ist zeitgemäßer denn je, weil es eine Sportart ist, die ja viele Leute auch in der Freizeit, ihr werdet es auch machen in eurer Familie, geht Skifahren. Ja. Es geht niemand, Wochenende für Wochenende siehst du Staus Richtung Süden mit Menschen auf den Autos, die Dachträger auf den Autos drauf haben. Da sind Ski drin. Keine Rodel, keine Bobs und auch keine Gewehre für den Biathlonsport, sondern es sind Alpinski drin oder Langlaufski. Also diese Sportart wird sicherlich nicht vom Aussterben bedroht sein. Klar muss man Anpassungen machen, vielleicht ein paar weniger Rennen, den Weltcup-Kalender möglicherweise verändern, aber die Zukunft ist also auf alle Fälle gegeben. Und als es hieß, Bernd Schmelzer bringt ein Buch raus, es geht mehr um den Wintersport, plötzlich sprangen aber auch die Medien an und sagten, aber hallo, der ist ja genauso beim Fußball auch zu Hause. Und plötzlich wollten die von dir hören, nicht nur, was ist los, Klimawandel, wie wirkt sich auf den Wintersport aus, sondern was hältst du, so als der Mann, der auch viel mit dem Fußball zu tun hat, von dieser ganzen Winter-WM? Und dann stehst du ja auch da und sagst, okay, jetzt muss ich natürlich beruflich das eine, und aber auch das Private vielleicht ein bisschen trennen. Wie ist es so? Ist das eine WM, die wir jetzt pflichtgemäß alle eher nicht gucken müssen, weil wir jetzt ja sagen, nein, wir sind jetzt alle dagegen, wie das da läuft, oder wo stehen wir? Ich finde, das kann jeder für sich ausmachen. Also ich muss es beruflich gucken, da führt kein Weg dran vorbei. Ich kann nicht sagen, Boykott Katar, das ist einfach nicht möglich. Ich würde sicherlich, wenn ich Privatmann wäre, würde ich sagen, gut, ich schaue mir vielleicht nicht alle Spiele an. Dafür hat diese WM ein zu schlechtes Image, ein zu negativ behaftetes Image. Dadurch werden viele jetzt auch von den Fans sagen, nee, wir schauen es nicht. Ich denke, die Spiele der deutschen Mannschaft sollte man sich anschauen. Man muss nicht jedes Spiel gucken, aber die deutsche Mannschaft hat es irgendwie auch ein bisschen verdient, dass sie da jetzt Unterstützung bekommt, weil ja die meisten auch gar nicht hinreisen können. Das ist nicht möglich. Die politische Situation, die Quartiersituation, die Entfernung, das alles passt ja irgendwie nicht zum Fußball jetzt im Winter auch noch. Ja? Also von daher denke ich mir, anfeuern die deutsche Mannschaft sollte man schon,
Muss man aber nicht. Es ist ja jedem frei überlassen, ob er sagt, nee, ich will es gar nicht gucken, ich nehme mich da komplett raus, was ich mir so nicht vorstellen kann in Deutschland. Oder ob er sagt, na gut, also ein paar Spiele, ein paar ausgewählte Spiele schaue ich. So würde ich es machen persönlich, wenn ich damit beruflich nicht beschäftigt wäre. Es ist ohne Frage die strittigste WM, also an die ich mich so erinnern kann. Und jetzt habe ich auch ein paar Jahrzehnte schon gemacht. Nicht so viele Jahrzehnte wie du in dem ganzen Metier. Ist da einfach auch überfällig, dass sich was ändern muss und dass da gerade Verbände wie der DFB, als ja nun größter Verband weltweit, dass der ganz anders Einfluss nehmen muss auf FIFA, auf solche Vergaben, vielleicht auch auf die UEFA mit der Champions League. Es sind ja so viele Sachen und immer heißt nur, es geht um Geld, Geld, Geld. Ja, und es geht ja nur mal ums Geld. Es geht nur ums Geld. Auch in Katar geht es nur ums Geld. Es ging aber auch bei allen Weltmeisterschaften zuvor, ging es eigentlich immer nur ums Geld. Das ist vor jedem großen Turnier, vor jeder sportlichen Großveranstaltung in den letzten, naja, vielleicht zwei Jahrzehnten im Endeffekt, wird diskutiert. Ist das noch zeitgemäß? Ist es nachhaltig? Wie ist die Situation vor Ort in Sachen Menschenrechte, die politische Dimension? Das ist ganz schwierig geworden. In Europa ist es schwer, momentan sportliche Großveranstaltungen auszutragen. Der Widerstand der Bevölkerung ist einfach zu groß. Wir hätten Olympia haben können, wir wollten es nicht. Und von daher muss da irgendwie ein Kompromissweg gefunden werden. Hier, glaube ich, schaut die Welt jetzt ganz besonders hin. Das potenziert sich von Tag zu Tag mehr. Es wird eigentlich, je näher die WM rückt, umso größer ist die Aufmerksamkeit, umso schlimmer wird es eigentlich, hat man das Gefühl. Die Sportler werden extrem unter Druck gesetzt, sich politisch zu äußern. Also ich glaube, der DFB ist gut beraten, auch in den nächsten Jahren ein Auge mit drauf zu haben, wie läuft das alles, andere Verbände auch, nicht nur der DFB, wie läuft das alles, in welche Richtung geht das alles, so viel diskutiert worden über den Fußball, hat er eigentlich auch nicht verdient, wenn es nur noch über das Geld geht, Sport ist eigentlich geil. Ne? Na gut, aber dann wird wenigstens drüber gesprochen und dann rührt sich sicherlich mal irgendwann auch was danach. Jetzt wird es sozusagen der Doppelschlag. Jetzt gucken wir mal, wie fähig bist du, weil du kannst ja auch am Mikrofon sozusagen mal kommentieren, Daten ablesen und gleichzeitig auch noch mit deinem kongenialen Partner, wenn es dann in Schladming mit dem Nachtsland ist, mit dem Renny Schönfeller auch noch die Schoten raushauen. Ja. Jetzt geht es nämlich drum. Wir verlosen 3 Werke von Bernd Schmelzer mit dem Wunder Matthias. Muss ich mir genau schauen, dass ich richtig vorlese. Ja, was macht er denn da? 3 Stück gehen los und die werden auch original signiert. Jetzt von Bernd, der während er das Ganze signiert, jetzt aber noch eine kleine sportliche Einschätzung abgeben muss. Was traust du denn der deutschen Nationalmannschaft bei der WM zu? Da ist der Stift, da sind die Bücher. Und gleichzeitig wollen wir wissen, was haben sie drauf, die Jungs? Wie weit können sie kommen? Also ich habe ehrlich gesagt jetzt gar nicht so ein schlechtes Gefühl. Ich freue mich auf das Turnier aus sportlicher Sicht. Dabei bleibe ich. Ich glaube, die können weit kommen. Warum soll das nicht das Halbfinale möglich sein? Also das ist eine gute Mannschaft, die ist gut zusammengestellt. Sie haben einen super Trainer mit Hansi Flick. Sie haben einen sehr gut eingespielten Bayern-Block momentan. Er hat sehr, sehr kreative Spieler in seinen Reihen. Er hat sehr, sehr kreative in seinen Reihen. Und also von daher glaube ich, dass sie schon weit kommen können. Also ich würde mich auf das Halbfinale freuen und traue ihnen das Halbfinale auf jeden Fall auch zu. Okay. Es ist übrigens Zufall, dass ich gerade einen roten Kugelschreiber genommen habe. Ich dachte, ich hätte den Klassiker wirklich dunkelblau, schwarz. Aber wie auch immer. Zum Abschluss. Da müssen wir jetzt dann wieder zum Wintersport kommen. Einige Absagen hat es gegeben. Ein Rennen war ja erst. Auch da die Frage, was kann den Winter so noch kommen? Müssen wir mit vielen Absagen weiterhin rechnen? Und was können die Deutschen vielleicht erreichen? Thomas Dresen ist wieder zurück als großer Hoffnungsträger für die schnellen Disziplinen. Linus Strass aus Münchner Sicht immer interessant für die technischen Geschichten. Wo siehst du dort das Potenzial der Deutschen? Ich habe große Hoffnung auf Thomas Dresen. Also ich muss sagen, ich habe einiges gehört aus dem Training. Ich glaube, er ist nah an 100% wieder. Und bei Lino Strasser wissen wir ja, wenn er einen guten Tag erwischt, dann kann er alles schaffen. Thomas Dresen ist ja so ein bisschen mitverantwortlich für den Titel dieses Buches. Was war ja das, was ich damals gerufen habe, als er in Kitzbühel gewonnen hat? Ja, was macht er denn da? Und von daher hoffe ich, dass er es vielleicht nochmal macht. Vielleicht macht er es nochmal da, ne, in Kitzbühel. Also die Formkurve scheint zu stimmen. Lino Strasser bin ich auch sehr optimistisch, dass da was kommt. Im Riesenslalom haben wir ein paar sehr, sehr gute Fahrer. Alex Schmid, Stefan Luitz. Und bei den Frauen dürfen wir natürlich auch nicht Lena Dürr vergessen. Ne? Hier gerade aus Münchner Sicht und Kira Weidle. Also, Winter is coming. Es kann losgehen. Die beiden Mädels waren auch schon zu Gast hier. Also, würde mich auch freuen, wenn wir die bald wieder sehen, weil sie eben besonders erfolgreich sind. Bernd,
Also mich hat es riesig gefreut, dass du kommst, weil ich, ich gebe es zu, ein Fan von dir bin. Und du hast, so wie ich weiß, ich glaube 120, 130.000 Follower sowieso. Wie schafft man es als Sportreporter? Da könntest du mal ein Seminar hier für so Typen wie mich geben. Sagt Toni Kroos, die Verantwortung übrigens. Nur mal gucken. Danke fürs Kommen. Sehr danke gerne. Für die Bücher. Ja, sehr, sehr gerne. Viel Spaß beim Weltcup und dann auch bei der WM. Und dann, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Alles klar, Dankeschön. Ja.